Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Gestern hatten wir einen leichten Crash mit unserem Rustler und da werden wir jetzt die Federung reparieren oder die Stoßdämpfer. Und ich würde sagen, wir starten da jetzt mal rein. Aufschneiden. Aufmachen. Teile rausholen. Ich schraube erstmal hier das jetzt ab. Man muss dann hier vorne die Schrauben lösen. Erstmal. Und das mache ich jetzt. Die Schrauben, die gehen echt komisch raus. Und dann das Teil hier unten noch abschrauben. Gleich haben wir es geschafft. So. Dann nimmt man den neuen Stoßdämpfer. Dann braucht man noch hier diese Schrauben hier. Die macht man dann auf. Und man braucht dann dieser kleine Bolzen hier. Muss dann innen sein, für oben, also für das obere Loch hier, nimmt man dieses runde hier, dann so einen weißen kleinen Ring und dann die Schraube. Das geht dann ein bisschen, immer ein bisschen probieren, das da reinzumachen. Dann an die gewünschte Stelle machen. Und wieder festdrehen. Das geht manchmal nicht so leicht, weil die Schraube ziemlich klein ist. Ja, so. Und das ist jetzt drin. Und fürs untere Teil nimmt man nur eine Schraube. Und die macht man dann auch wieder durch. Und dann. Oh, das geht schwer. Und dann festschrauben. Das dauert dann auch wieder eine Zeit lang, weil das geht ziemlich schwer unten. Und so sieht es dann fertig aus. Dasselbe dann noch auf der anderen Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf keinen Fall liken und auch nicht abonnieren. Nein, nur Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal.